meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies sind die Bürger von Bemopolis und sie dürsten nach Literatur. Und deswegen kriegen die von mir heute eine weitere, ich habe ja schon eine, aber eine weitere Bibliothek. Genau. Und weil ich gestern so schön Buslinien gebaut habe, hier in dieses Zentrum, in diesen Kreisverkehr hinein, würde ich heute sehr gerne die Bibliothek auch da irgendwo platzieren. Und wie man sieht, verdammte Scheiße, noch eins. Entschuldigung. Wie man sieht, funktioniert es nicht. Es gibt keinen Flecken hier drin. Also der wäre es natürlich gewesen da. Da haben wir jetzt halt den Park. Aber es gibt offensichtlich keinen Flecken, wo ich das platzieren kann. Oh, Moment, da war irgendwas grün. Grün, 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 grün. Hallo? Verarsch mich doch nicht, ich hab's doch gesehen, Junge. Kann ich das drehen? Nö, es dreht sich von allein. Ja gut, also irgendwie war es wohl ein kurzer Moment. Ah, habe ich, war ich da unten dran. Okay, es geht nicht. Dann machen wir das so. Das geht jetzt auch nicht. Dann machen wir es so. Das ist immerhin noch ziemlich nah an dem Kreis. Viel besser wie so wird es nicht mehr. Let's go. So, jetzt kann ich es auch wieder langsamer laufen lassen. Jetzt habe ich ja mein Ziel eigentlich schon erreicht. Ich wollte ja das unbedingt bauen, in der Hoffnung, dass es hilft. Und es hilft auch ein bisschen, ja. Also die roten Bereiche sind ein bisschen verschwunden, aber ich habe die Ahnung, dass ich noch mehr Bibliotheken bauen müsste. Zum Beispiel könnte ich da oben nochmal eine hinsetzen. Da sieht man ja auch den Kreis, mit dem das Ganze hier so, also die Bibliothek, wie die das halt so abdeckt, sage ich jetzt mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass man hier nochmal was hinsetzen muss, um diesen Kreis hier rechts abzudecken. Und das wäre ziemlich wichtig, um ehrlich zu sein, weil hier oben sind ja meine Schulen und so. Ne? Hier irgendwo. Man sieht es jetzt gerade nicht. Und jetzt ist Nacht, da sieht man es auch nicht besonders. Aber hier ist meine Grundschule und hier ist die Oberschule. Und keine Bibliothek in der Nähe. Das ist ja fast schon skandalös. Aber die passt hier perfekt hin. Ich brauche eigentlich bloß die Kohle und wie man jetzt gerade sieht, 5000 mache ich gerade plus. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich glaube, ich baue die dahin, bisschen weiter unten. Also da oben wird sie natürlich perfekt in das Kästchen reinpassen. Oh, hier, kräftig Kohle scheffeln. Schaut mal, Errungenschaft freigeschaltet. Ich packe die dahin, weil das da oben, da verballere ich halt bloß Platz. Hier, seht ihr den Bereich da? Da habe ich zwar einen Radius, aber bringt ja jetzt im Moment gerade zumindest überhaupt nichts. Das ist schon deutlich besser. Da hat hier die Mülldeponie, die hat da was davon. Und das hier ist halt wahrscheinlich noch besser, aber das geht nicht. Nee. Dann machen wir sie dahin. Da erwischt dann schon die Richtigen. Vielleicht sitzt ja jemand mal auf der Mülldeponie und sagt sich, hey, du, Gerd, ich würde heute gern was lesen. Und dann stimmen die sich ab und sagen, ja okay, komm, dann lass uns zur Mülldeponie gehen. Wir nehmen den Bus. Nicht zur Mülldeponie, zur Bibliothek. Genau. So. Ja gut, okay, sei es drum. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das eigentlich nur wegklicken. Wie sieht's aus? Ah ja, 20, 21, 22, 25 und supi. So, wieder alles langsam. Und dann bauen wir uns eine wunderschöne Bibliothek dahin. So. Und jetzt habe ich die Hoffnung. Jawohl. So. Und das bedeutet natürlich, dass ich als nächstes hier drüben was hinbauen muss. Ne? Das seht ihr genauso. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das sollte ich tun. So. Ich glaube, das sollte ich tun. Das würde nämlich schon was bringen. Okay. Ich will es jetzt aber trotzdem nicht gleich übertreiben. Hier mit Bibliothek und so und Pipapo. Wir schauen mal ein bisschen, was sonst so geht. Okay,
okay, das kann ich natürlich vergessen. 150.000 ist. Ne? Strom, wie sieht es eigentlich aus mit Strom? Ist ja auch so ein beliebtes Thema bei mir. Moment, hier. Ja, so langsam könnte ich auch mal wieder drüber nachdenken, mir irgendwo ein Kraftwerk hinzudingsen. Was haben wir denn hier? Das sind Steine. Na gut. Okay. Ich kann ja mal anfangen, so ein bisschen was zu erschließen. Das wird vermutlich kein Fehler sein. So. Das hier sind 6 Einheiten. Das sind 8. Korrekt. So, dann haben wir das nämlich schon mal gemacht. Und dann kann ich da irgendwo ein Kraftwerk hinsetzen. Das passt. Gibt es denn mittlerweile auch irgendwas, was sich wirklich lohnen würde? Ah, das Ölkraftwerk. Da ist die Verschmutzung nicht so stark. Oh, doch. Starke Umweltverschmutzung. Und das da? Ah, das auch. Verschmutzung 50, Lärmbelästigung 50 und das hier sind 35 und 50. Der Unterhalt 1920 und das sind... Oh, das ist aber deutlich weniger Unterhalt. Also das hier ist deutlich weniger. Ah, aber Moment mal, halt, stopp. Hier ist ja auch die erzeugte Menge eine ganz andere. Hier ist die Ausgangsleistung 120 Megawatt und das sind 40 Megawatt. Also ist der Unterhalt... 1500, 1680. Wenn ich müsste, also für die gleiche Leistung muss ich 3 solcher Kraftwerke bauen und zahle dann 1680. Und hier sind es aber 1920 bei nur einem Kraftwerk mit weniger Verschmutzung. Was ist das hier? Fließendes Wasser. Ah ja, ah, das wäre halt schon toll. Boah, 1600 Megawatt Leistung. Lärmbelästigung 50. Also es wäre natürlich schon am coolsten, aber davon bin ich auch noch ein gutes Stück entfernt. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Kohlekraftwerk. Das erscheint mir irgendwie... Ich muss zugeben, dass mir dieses Ölkraftwerk jetzt gar nicht mal so wahnsinnig lukrativ erscheint. Gut, vom Verschmutzungsaspekt her ist es vielleicht ein bisschen besser, aber im Großen und Ganzen... Na gut, okay. Wir lassen es mal so stehen. Auf jeden Fall muss ich mich darum kümmern in nächster Zeit mal. Wie sieht es aus mit Wasser? Oh, mein Wasserverbrauch ist enorm. Da müsste ich dann vielleicht doch eher mal ran. Und zwar jetzt. Halt, stopp. So. Wie ist es hier mit dem Wasser? Kann ich da irgendwo... Ah, Moment, das ist ja... Hier, das da brauche ich. Wasserpumpenstation. Da kann ich jetzt eine zweite hindingsen, oder? Kann ich die einfach so... Da geht's nicht. Aber das geht. Mhm, hat jetzt ist nicht angeschlossen. Das leuchtet mir ein. Das ist echt ein bisschen bescheuert. Gut, immerhin, so geht's. Okay, dann lassen wir's laufen. Zap, zap. Wasserverfügbarkeit verdoppelt. Und Abwasserproduktion ist natürlich genauso groß. Also muss ich auch da ran. Hier braucht es dann eine Leitung. Sehr schön. Nein? Ach so, laufen lassen. Laufen lassen. Das sieht gut aus. Abwasser. Ich glaube, jetzt sind wir wieder im... Zack. Gut, damit haben wir unser Wasserproblem abgewendet. Fürs Erste. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Müll? Wie sieht es denn mit Müll aus? Das Nächste. Hier. Normalbetrieb 46% voll. Also es wird auch langsam wieder zum Problem.
Müllverbrennung habe ich aber nicht. Brauche ich 7000 Einwohner. Okay. Also dann bereiten wir uns schon mal darauf vor, dass da wieder was nötig wird. Und sorgen in dem Kontext dann gleich wieder für ein bisschen Wasser. Mehr Geld. Shit. Okay, dann lassen wir es kurz laufen. Prima. So, dann haben wir das hier nämlich schon mal gemacht. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir hier außen eigentlich auch schon wieder ein bisschen Industrie ansiedeln. Müsste eigentlich klappen. Und hier haben wir irgendein Gebäude, das nicht mehr läuft. Oder? Moment mal. Was heißt denn das? Das heißt doch irgendwas anderes. Karton, Müllberge. Müllberge. Ja gut, Moment mal. Was kostet mich so eine Mülldeponie, wenn ich mal fragen darf? Hier. 4000. Ja, die habe ich ja gleich. Also pass mal auf. Weil was ich ganz easy machen können sollte, wäre, dass ich mir jetzt gleich mal eine Mülldeponie baue und die baue ich halt dahin. So, jetzt steht die da. Das ist auch okay. Und jetzt können wir nämlich sagen, Gebäude in andere Einrichtungen leeren. Mehr Probleme, mehrere Probleme. Warum? Kein Platz mehr. Ja, Gebäude verschieben. Kein Platz mehr. Okay. Funktioniert vielleicht doch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Ich dachte, ich könnte das jetzt einfach so quasi von dort hierher. Oh, scheinbar nicht. Egal. Egal, egal. Kriegen wir schon alles hin. Das wird schon. So. Hier haben wir immerhin schon mal was gemacht. Wasser haben wir, Strom hat's auch. Prima, alles klar. Dann lassen wir das mal sich entwickeln. So, lassen wir sich das entwickeln, das ist gut. Hier, wie habe ich das immer gemacht? Da war dann so ein bisschen, ah ja, okay, verstehe. Hier war dann ein bisschen Gewerbegebiet angesagt. Das könnten wir jetzt eigentlich auch mal machen hier. So. Soll sich das ruhig mal so entwickeln. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Und hier haben wir, das war eine Bibliothek, ne? Ja, wenn wir da eine Bibliothek haben, dann machen wir da natürlich auch erstmal ein bisschen Wohngebiet hin. Und dann könnte man hier so einen Streifen Gewerbe machen. So. Und der Rest wieder Wohngebiet. Ne? Schön. Schön, wie das alles wächst und gedeiht. So, was könnte ich denn noch so Schönes machen? So ein Park vielleicht mal wieder? Ah, nee, da hat es ja einen Park. Ja, dann brauche ich wohl erstmal keinen Park hier. Ja, Bildung, da haben wir jetzt ja schon einiges gemacht. Transport, ja, okay. Das kann ich vergessen. Da bleibt mir ja erstmal nichts anderes, außer jetzt hier zum Beispiel eine Wohneinheit hinzusetzen. Und hier eigentlich auch. Ich meine, direkt beim Park, das ist halt schon geil. Da will man ja wohnen. Wäre ja blöd, wenn nicht. Machen wir das mal so. Und da unten haben wir auch schon Gewerbe.
Dann machen wir das so. So, und jetzt kann ich hier theoretisch könnte ich jetzt die Straße da machen. Praktisch nicht. Probieren wir es mal so. Mal sehen, was passiert. Auf jeden Fall nimmt jetzt meine Bevölkerung gerade dramatisch zu, weil ich natürlich hier so einen ganzen Streifen wieder errichtet habe. Das ist nicht so schlecht. So, jetzt ist der Streifen wirklich komplettiert, bis auf das hier. Aber das mache ich jetzt nur, um zu sehen, wann ich hier endlich die Trasse abbauen kann. Übrigens, hier könnte ich ja auch schon wieder, ne? Oder? Ich glaube schon. Ich meine, so eine Bushaltestelle mitten im Wohngebiet. Das ist schon gut. Ihr könnt auch hergehen. Jetzt folgendes machen. Ich mache nur so ein Fitzel hier bauen. Dann weiß ich nämlich, wie weit ich gehen kann, rein vom Platz her. Und wenn ich jetzt das so mache, dann müsste doch so langsam auch diese Trasse hier wieder zu entfernen sein. Oder? Täusche ich mich. Wie sieht es aus da mit Wasserversorgung? Oh, super. Und Strom kommt von ganz allein. Sonnenaufgang. Wieder mal 1000 Nachrichten. Klick die mal alle weg. Oder auch nicht. So, jetzt schauen wir mal, was hier so passiert. Das sieht alles gut aus. Bloß diesen Innenstadtkern hier, den müsste ich natürlich auch noch so ein bisschen aufwerten. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Aber es kann noch werden. Das kann noch werden. So. Mach das mal zu. Was ist denn das hier? Zweispurige Straße mit Bäumen. Kann ich denn die jetzt einfach so an die einspurige dran klatschen? Und macht das überhaupt Sinn? Irgendwann brauche ich das natürlich schon. Ne? Ich muss auch mal die Stadtviertel dann später miteinander verbinden. Aber bis jetzt geht es eigentlich noch. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld beiseite geschafft. Arztpraxis. Oh, hier Krankenhaus. Mhm. Wie groß ist denn das? Das ist bestimmt wieder riesig. Passt natürlich wieder nirgendwo hin. Ach so, jetzt gerade ist es ja sowieso blöd, weil ich kein Geld habe. Dann sehe ich das erst recht nicht. Aber trotzdem ahne ich schon, das passt mir nirgendwo hin. Aber ich werde das dann halt trotzdem hier in diesen Bereich reinklatschen. Oder aber ich zerstöre so einen Block. Gibt es hier auch einen Radius? Nö. Nö, so ist es nicht. Aber gut, hier ist ja die Arztpraxis, von daher puh, vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn ich das Krankenhaus auch mal hier irgendwo an die Seite platziere, ne? 65.000, da müssen wir aber noch jede Menge sparen. Heute wird es wohl nichts mehr, aber morgen kümmern wir uns darum und schauen mal, ob wir da irgendwie weiterkommen. Aha, der Soran 82, liebe Grüße an den Soran. Was heißt denn hier nicht perfekte Lösung? Ich raste gleich aus. Wir machen morgen weiter. Mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten. Bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Teich. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh